Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Weber und mir gegenüber sitzt der Dr. Josef Waltl. Hallo Josef, grüß dich, willkommen im Podcast. Hallo Robert. Wir sind auf der Bosch Connected World. Gestern hast du präsentiert. Du arbeitest oder du bist der Gründer von Software Defined Automation. Ich kenne nur Software Defined Vehicles. Die spielten nämlich gestern eine große Rolle. Was ist denn Software Defined Automation? Im Endeffekt ist genau das gleiche Konzept. Okay, danke, das war's. Podcast beendet, oder was? Das gleiche wie Software Defined Vehicle. Nein, ich habe gesagt, das ist das gleiche Konzept. Okay. Das bedeutet, wir leben in einer Welt, wo die meisten Dinge physikalisch ausgereizt sind und die Innovation kommt aus der Software. Das ist richtig fürs Auto, das ist auch richtig für die Fabrik und alle anderen Elemente. Wir sehen das auch schon in der Vergangenheit, über die letzten Jahre, Software Defined Networking ist in aller Munde. Jetzt lass mal ganz kurz einen Deep Dive machen, wie sieht eine Fabrik derzeit aus? Wir sagen ja, die Fabriken sind sehr automatisiert und es ist schon eine hohe IT-Durchdringung. Aber wenn man schaut, wie werden denn eigentlich Fabriken derzeit gemanagt? Es ist immer noch so, dass die Programmierer, die nennen sich Automatisierungstechniker, mit Laptops durch die Fabrik laufen. Wenn ein Roboter, wenn eine Industriesteuerung umprogrammiert werden, dann öffnen den Laptop, haben eine Windows-Applikation. Das ist vergleichbar mit den 90er Jahren, wo jemand mit einer CD in das Datencenter gegangen ist und das SAP-System abgedatet hat. Das wird mit dem Cyber Resilience Act ein Riesenthema, ne? Weil du musst patchen, immer die neueste Version drauf haben. Das wird heikel. Und du musst es auch beweisen, dass du es gepatcht hast. Ja. Also was machen wir? Wir machen im Endeffekt nichts anderes als das, was die Cloud Firmen für die Datencenter gemacht haben, für die Factory. Wie sieht das ganz konkret aus? Wir bauen ein komplettes, wir nennen das Konsole, das ist im Endeffekt eine Management-Oberfläche und wir abstrahieren die proprietären Controller. Das bedeutet momentan, wenn ihr jetzt einen Siemens, einen Bosch, einen Rockwell, einen Codasys, einen Backoff-Controller habe, sind das eigene Programme, die eigene Versionen von Industrieautomatisierung haben und das ist wie eine eigene Ausbildung. Für die Basisfunktionen wie Backup, wie Deployment, wie Versionskontrolle bräuchte man eigentlich eine einheitliche Oberfläche. Du findest ja auch keine Leute mehr, die das können, ne? Nein, natürlich nicht. Und man gibt ja ein Beispiel. Wir haben einen sehr guten Bewerber gehabt, den wir einstellen wollten. Ein junger Ingenieur von der Uni. Und der hat uns dann wirklich zurückgeschrieben und gesagt, ich habe einmal diese Automatisierungstechnik-Applikationen angeschaut und beschlossen, dass ich nie wieder damit arbeiten möchte. Aber lass das mal zurückdrehen. Uns fehlen Arbeitskräfte, Blue-Collar-Worker. Ja, wir brauchen weltweit, das ist ein Forbes-Artikel gewesen von ein paar Monaten, 80 Millionen ungefähr. Wir haben die nicht. Dann können wir sagen, okay, wir wollen automatisieren. Aber nicht, wenn die besten Leute nicht in die Fabriken gehen und dort Automatisierungstechnik machen. Das heißt, es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Das ist mir super wichtig, denn unsere Gesellschaft ist nicht gut, Sachen nicht mehr zu haben. Mhm. Wenn wir das Problem nicht lösen, werden wir Sachen irgendwann nicht mehr haben. Und deshalb braucht es da Innovation und diese Innovation bieten wir unseren Kunden mit unserer Plattform an. Das heißt Hochsprache? Nein, nicht unbedingt. Das ist ganz wichtig. Man muss die Leute in der Fabrik dort abholen, wo sie derzeit sind. Und jetzt machen wir mal ein Beispiel. IC 61131. Genau so ist es. Und es gibt Leute, die fahren mit dem Pickup im amerikanischen Midwesten jeden Tag in die Fabrik und die können nur das. Wenn du jetzt kommst und sagst, in Amerika kann kaum jemand IC 61131, wenn ich so... Die können Ladder Logic, was ja, eine genau, Sprache genau, ist. Ja, ja? Genau. Die können nicht Structured Text, ja, was schon mal eine prozedurale Programmiersprache ist. Aber der Punkt ist, wenn du dem jetzt sagst, du verwende doch Git und programmier bitte in C++, das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir sind eine ganz pragmatische Firma. Wir holen die Leute dort ab. Wir sagen dir, okay, mach erstmal ein Backup. Das Backup funktioniert bei uns sehr einfach. Die Connectivity funktioniert sehr einfach. Wir können Fabriken innerhalb von einem Tag anbinden. Das ist schon mal ein Problem. Ein Tag? Erklär mal, wie du das machst. In einem Tag? Das ist ganz einfach. Wir haben alles integriert. Also wir haben eine eigene Connectivity. Und Connectivity könnte man sagen, ja, das gibt's schon. Aber ja, Connectivity ist ja oft sehr komplex. Wir haben einen Connectivity-Layer geschrieben, der sehr wenige Änderungen in der Firewall braucht, der keine eigene Hardware braucht. Und damit kann das jeder Automatisierungstechniker selbst machen, ohne dass er wirklich dort eine extra Ausbildung braucht oder einen eigenen Purchase-Auftrag machen muss. Denn wenn der Automatisierungstechniker oder die Leute in der Fabrik das wollen, aber es 4 Monate dauert, bis sie die Connectivity haben in unserer Cloud, dann wird es schwierig. Das zweite ist Sicherheit. Wir verwenden eine sehr innovative Technologie, die nennt sich WireGuard. Und wir haben das auch so konfiguriert, dass die Fabrik immer nach außen kommuniziert und man sich nicht einwählen kann in der Fabrik. Und dann gibt es noch ein Thema.
Wo kommen denn eigentlich Cybersecurity-Probleme her, wenn sich jemand einwählt in eine Fabrik und sein Laptop, sein Windows-Operating-System direkt mit einer PLC, mit einer Industriesteuerung verbindet? Ja, oder der Student hat einen Proof of Concept mit einem Raspberry Pi gemacht, den hängen gelassen, keiner hat daran gedacht, dass der dann auch hängt und auf einmal ist er drin. Genau. Den kannst du bei uns super gut kontrollieren. Das heißt, du hast immer zu jedem Zeitpunkt eine Transparenz. Wie ist der Stand der Versionen, der Firmware, der Steuerungslogik auf allen Industriecontrollern? Und dann kommt noch dazu, wenn man wirklich jetzt engineeren will, ja, wir abstrahieren nicht die IDE, also das Engineering Environment. Ja, was wir tun, wir bringen diese Engineering Environments, die auch unterschiedliche Versionen haben. Also Tierportal, glaube ich, hat jetzt fast 20 Versionen. Rockwell hat über 30 Versionen in dem Browser. Das bedeutet, ich sehe dort meine PLC, ich sehe dort meine Files. Das File hat echte Versionen. Also das File ist das Projekt, was im Endeffekt die Steuerungslogik und die Hardware-Konfiguration ist und die Feldbus-Konfiguration. Ich klicke drauf, es öffnet sich ein Browser-Tab. Das File ist geladen und das geht innerhalb von 12 Sekunden. Statt ein paar Minuten warten. Also wir haben Kunden, da ist der Kaffeeverbrauch zurückgegangen, weil die Steuerungstechniker 30 Minuten mehr Arbeitszeit haben pro Tag. Das ist ein echter Business Case. Wo liegt denn euer Layer? Wo ist der denn architektonisch aufgehangen dann? Wir greifen auf die offenen Schnittstellen der Steuerungstechniker zu. Das heißt, wir hängen direkt über der PLC. Wir sind eine Industrial Automation Firma, wir haben aber keine eigenen PLCs. Was wir machen mit einigen Kunden, wir haben ein Offering und ein Management-Layer für virtuelle PLCs. Das ist meistens eine Codesys-Umgebung, die auf einem VMware Real-Time Hypervisor läuft. Und das ist vor allem spannend in Maschinen, die recht einfacheren oder viele PLCs brauchen, aber nicht so komplizierte Motion-Control-Tasks haben, viele Drives dabei sind und vor allem neue Maschinen. Weil ich dann einfach sagen kann, okay, ich deploy alle meine IT-Komponenten, meine Motion, meine Visual Inspection Components, meine Robotik und meine Real-Time-Steuerungslogik auf einem IT-Server, der sehr nahe an der Maschine ist. Was macht ihr mit Control-X? Ihr seid ja Partner auch in der Control-X-World. Welche Bedeutung spielt das Thema Control-X für euch da? Erstmal muss ich sagen, ich finde Control-X ist wirklich eine außergewöhnlich gute Ausnahme von einem offenen Ecosystem-Approach. Also ein wirklich offenes Ecosystem. Wir sind schon lange Partner. Control-X hilft uns, weil wir durch den Control-X-Store unsere Connectivity noch einfacher deployen können. Also jeder Kunde von Control-X World kann einfach unsere Connectivity aus dem Store deployen und ist automatisch dann konnektiert. Und das Zweite ist, wir können auch die Control-X-Controller backuppen. Wir können dort auch eine Versionskontrolle zur Verfügung stellen. Wir arbeiten auch gerade an einer detaillierten Versionskontrolle. Das heißt, in den einzelnen Funktionsblöcken wirklich zu sagen, okay, was hat sich da jetzt geändert? Und wir haben auch gemeinsame Kunden. Jetzt gib mir mal so ein bisschen nochmal dein USP zu schärfen. Ist dein USP Transparenz über meine Automatisierungslandschaft? Ist dein USP, ich kann schnell versionieren, verwalten meine Automatisierungslandschaft? Wo siehst du deinen Sweet Spot? Die einfache Antwort ist alles. Ne? Die Cloud kann nämlich genau das auch. Aber ich kann auch noch spezifischer werden. Also was sehen wir denn, was Kunden für Probleme haben? Das erste ist mal wirklich Transparenz. Was ist wirklich auf der PLC deployed? Wer hat die letzte Änderung gemacht? Was ist genau passiert? Das ist ein Backup- und Versionskontrollen-Use Case. Das geht mit AI ja heute problemlos, sagen alle. Gen AI auch als Dokumentationsmöglichkeit dann zu nutzen. Das ist etwas, was wir auch machen, aber lass mich das mal kurz unpacken. Ich kann mit GenAI nicht ein proprietäres Siemens-File schauen. Also, was muss man da machen? Das können wir. Wir können uns mit PLCs verbinden, wir können dort ein Backup ziehen, wir können dieses Backup von einem binären File in ein lesbares Format verwandeln. Das heißt, die kriegt dann wirklich auch den Steuerungscode raus und diesen Steuerungscode können wir dann in Plaintext erklären. Okay. Und das ist ein das ist cool. Der wirklich sehr pragmatisch ist, aber echt Mehrwert bringt. Also es dauert ungefähr eine Minute, um einen Funktionsblock zu erklären, der nicht kommentiert ist, der nicht sprechende Variablennamen hat. Und wir haben dann unsere AI, oder wir nennen das SDA Factory Agent, so gebaut, dass es versucht, alle steuerungstechnik-spezifischen Formulierungen zu vermeiden. Und das erweitert den Einsatzbereich signifikant. Ich mache mal ein Beispiel. Kann ich auch nur das bei euch kaufen, theoretisch? Ja, man kann immer alles bei uns separat kaufen. Man kann nur Backup kaufen, man kann nur Remote Connectivity kaufen, man kann nur Versionscontroller kaufen, man kann auch nur den Factory Agent kaufen oder Browser-Based Engineering. Aber ich kann nochmal ganz kurz zurück zu diesem AI, das ist mir wirklich wichtig. In diesem AI-Use-Case kann ein Prozessingenieur auf einmal verstehen, was der Automatisierungstechniker des Maschinenbauers geändert hat. Und
Das ist eine wirkliche Innovation oder ein Vorteil, weil dort dadurch Personen, von denen wir eh zu wenig haben, wie du schon gesagt hast, besser zusammenarbeiten können. Das erzeugt wirklich Effizienz. Wie schafft ihr das? Was liegt dahinter? Dahinter liegt ein eigenes Tool, das wir gebaut haben. Wir verwenden dort LLMs. Um das nochmal ganz kurz zu erklären, wie das aussieht. Eine Erklärung eines Funktionsbausteins oder Automatisierungstechnik muss akkurat sein und muss komplett sein. Und wir machen das, indem wir ein Panel haben von Automatisierungstechniken, die alle 10 Jahre Erfahrung und plus haben. Und die bewerten dann die Ergebnisse. Und wir haben das mal mit... Ihr habt das Modell trainiert und dann habt ihr immer wieder sagen lassen, richtig, falsch, richtig, falsch. Wir verwenden Standardmodelle. Und wir haben aber noch unsere eigene Engine drum gebaut, wie diese Modelle angesteuert werden. Prompt Engineering nennt sich das. Und wir haben das mit Standardmodellen, kann man einfach verwenden und sagen, okay, erklär mir den Funktionsblock. Da komme ich auf eine 2 bis 3 von 10. Und wir sind mittlerweile auf dem Status, wo wir auf einer 8 bis 9 sind. Was bedeutet, ein Automatisierungstechniker, der 10 Jahre Erfahrung hat, braucht 3 bis 4 Stunden, um eine Erklärung zu schreiben, die gleich gut ist. Und zeigt das Modell seine Occurrency, also seine, so sicher bin ich mir? Zeigt es noch nicht, aber wir haben eine Feedback-Funktion, um dort immer besser zu werden. Warum ist das so? Weil man die Occurrency nicht so einfach erklären kann. Dazu braucht man einfach das Panel, aber wir binden auch die User ein. Ich möchte mal ganz kurz zurückgehen, weil du gesagt USB, hast, genau. Was der USB ist. Das erste ist Backup-Transparenz und somit Effizienz in der Zusammenarbeit. Das zweite ist Sicherheit. Und das hat uns auch überrascht. Aber durch die Möglichkeit, Leuten Zugriff zu geben auf eine PLC, die an der PLC Änderungen machen zu lassen, jede Änderung cracken zu können, denen eine Änderung machen zu lassen, ohne dass sie das Passwort und Username der PLC kennen, ohne dass sie jemals mit ihrem Laptop verbinden, sondern einfach nur einen Browser brauchen, ist ein extremer Sicherheitsgewinn. Dadurch wird es ermöglicht, IT-Security-Mechanismen in die OT zu übertragen. Und dann gibt es den Fall noch, wenn ich sage, okay, können wir verhindern mit unserer Technik, dass jemals was passiert? Nein. Ja, Stuxnet war wirklich gut engineered. Aber was wir können, ist, wir können dann, wenn was passiert, die Mean Time to Recovery von Wochen auf Minuten reduzieren. Wir können durch PLCs, wir können automatisiert hunderte von PLCs deployen. Und das bedeutet, dass ich im Zweifelsfall, wenn ich mich jemand anrufe und sagt, ich habe jetzt deine PLCs gehackt, gib mir mal einen halben Jahresumsatz. Und wir sagen, warte mal ganz kurz, wir drücken aufs Knöpfchen. Ein paar Minuten später haben die PLCs einen alten Stand von vor 3 Wochen. Und ich habe eine ganz andere Position, wenn ich wieder an den Hörer gehe. Das ist ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Aber das ist es, was wirklich für vor allem Chief Security Officers von Firmen mit einem großen OT-Anteil wirklich zählt. Okay, das ist dein USP. Oder sagst du, wir gehen auch im Engineering-Prozess neue Wege und sagen, wir supporten euch auch im Engineering-Prozess bei der PLC? Momentan gehen wir im Engineering-Prozess auf die vendor-spezifischen Tools. Was wir allerdings sehen, dass manche Vendoren schon auf Standard-Engineering gehen, wie zum Beispiel Visual Studio Code. Und das wird uns dann auch erleichtern, diese neuen Technologien einzubauen. Aber erstmal helfen wir dann Leuten in der Factory, ihren bestehenden Day-to-Day-Job besser zu machen. Das heißt, das kann kommen. Da müssen die Vendoren aber auch noch ein bisschen was dazu tun. Jetzt haben wir gerade am Anfang schon mal Cyber Resilience Act angesprochen. 36 Monate haben wir noch. Ich habe das Gefühl, wenn man mit Maschinenbauern spricht oder wenn man auch mit Automatisierern spricht in der Branche, die sagen alle, unsere Kunden stecken den Kopf in den Sand und warten, was da so kommt. Und wenige tun was. Wie ist deine Wahrnehmung da? Das stimmt sicher zu teilen. Was ich allerdings sagen kann, dass die Automationsingenieure, die Abteilungsleiter für eine Automationsabteilung in einem Automobilbauer, die verstehen das. Die verstehen das. Ich glaube, das Problem ist, auch noch mehr die Transparenz zu schaffen im Unternehmen, wie wichtig das ist. Jetzt machen wir ein Beispiel. Es gibt Unternehmen, die machen alle möglichen K-Komponenten, wie zum Beispiel Google-Lager, und sagen, unser IP ist in den Schleifmaschinen. Ja? Und trotzdem haben die On-Premises-Server, wo sie die Versionen storen und wo sie die Versionierung machen. Oder ich habe mal Kunden, mit denen wir gesprochen haben, gesagt, meine PLC-Daten, das Kern-IP sind in der Automobilfertigung, liegt auf dem NAS-Server, zweifach gespiegelt unter meinem Schreibtisch. Okay. Die verstehen das. Ich glaube, es ist noch nicht angekommen, was wirklich passiert, wenn man das auch durch eine Gesetzgebung dann wirklich machen muss. Uns hilft das. Ich kann sagen, es gibt genug. Genau, weil jeder macht so, wie er es meint. Einer hat das unter seinem Schreibtisch liegen, der andere macht es wieder woanders. Ich glaube, es ist mittlerweile gut genug bewiesen, dass die Cloud well-engineered sicherer ist als alles, was ich on-premises bei mir bauen kann. Das ist vielleicht auch noch ganz
ganz wichtig. Was wir jetzt gesprochen haben, sind die Features unserer Plattform. Wir bauen eine Plattform, die den Status, die Funktion, die Programme von hunderten Millionen PLCs halten kann. Und 50% meiner Developer beschäftigen sich nur mit Sicherheit. Ja, es gibt alle möglichen Zertifizierungen. Das ist auch was, wo ich allen Zuhörern mal raten würde, wenn sie sagen, okay, ich habe eine gewisse Funktion von einem Softwareanbieter, nicht nur auf die Funktionen schauen, das ist kein Checkmark-Vergleich nach Features, sondern wie ist die Software engineert? Wie wichtig wird Cybersecurity genommen? Was haben die für Cloud-Ingenieure? Da hilft mir auch ein bisschen meine Vergangenheit und mein Team, das ja auch von einem Cloud-Anbieter kommt und wir haben relativ viel Industrie-Software auch schon in der Vergangenheit gemacht. Josef, vielen herzlichen Dank, viel Erfolg für die Zukunft. Danke dir.